Ja, hallo liebe Schrauberfreunde und willkommen zu einem neuen Video hier bei Parkwerk Modellbau. Schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge für unseren Fast and Furious Dodge Charger. Es geht weiter mit Ausgabe Nummer 45, die ist heute dran. Und wir beschäftigen uns genau mit dem Schritt, unter anderem mit dem Schritt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, beziehungsweise vorletztes Mal auch. Wir haben ja so ein bisschen hier am Batteriefach, wie man hier sehen kann, ein bisschen rumgewerkelt und das eigentliche Batteriefach schon mit eingesetzt. Hier sieht man auch schon das Kabel, was damit dran kommt, und der Schalter zum An- und Ausschalten der Elektronik in dem Fall ist auch schon dran. Ne? Aber da fehlt noch ein bisschen was, beziehungsweise ja, irgendwie fehlt da ja noch eine Abdeckung oder zweite Hälfte. Die kommt heute, die wird mit verbaut. Dann wird das ganze Batteriefach auch schon an unserem Dodge Charger Modell mit befestigt. Also die Montage des Batteriefachs erfolgt. Und wir haben noch ein Bauteil übrig, wo ich schon gespannt bin, was da oder wie das Ganze sich in diesem Fall wirklich anhört. Denn wir bekommen, das seht ihr nämlich schon in einem kleinen Beutelchen hier, den Lautsprecher mitgeliefert. Den werden wir ebenfalls mit einbauen. Wir können ihn heute in der Ausgabe 45 noch nicht testen, weil noch keine Steuerung durch eine Platine möglich ist. Aber ich bin gespannt, weil der, ich ehrlich gesagt, sieht der mir sehr ähnlich aus wie der vom Manta, den ich euch schon vor einer Zeit gezeigt habe. Also ich bin gespannt, ob da derselbe Ton rauskommt. Nächstes Mal werden wir es dann, kleiner Spoiler, dann erfahren. Aber heute wird der schon mal eingebaut und mit einer kleinen Halterung dann auch am Modell fixiert. Das sind die beiden Bauschritte für heute. Deswegen wollen wir rangehen an die nächste Ausgabe, oder? Natürlich, mit der nächsten Ausgabe starten wir vom Fast and Furious Dodge Charger RT. Ausgabe Nummer 45. Ja, los geht's mit Ausgabe Nummer 45 unseres Dodge. Da haben wir sie, das Beutelchen mit den Bauteilen. Und die wollen wir erstmal befreien. Mal kein Blister, sondern wieder ein Beutelchen von Teilen. Und zwar haben wir einmal die, ja, kann man das sagen, untere Abdeckung, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein weiteres Abdeckungsteil für das Batteriefach, die andere Hälfte quasi. Dann haben wir hier zwei Schrauben, die uns entgegenkommen. CM- und CP-Schrauben. Das war in dem Fach und dann haben wir noch ein zweites Fach mit dabei, wo wir dann den Lautsprecher plus eine kleine Plastikhalterung, damit der auch nicht wegfliegt, bekommen. Und hier unten klebt noch was dran, sehe ich gerade. Okay, das sieht gerade aus wie so ein Magnet irgendwie. Die Schrauben kleben da, hängen da richtig fest, wie man sehen kann. Interessant. AP-Schrauben sind das und dann, ja, wie gesagt, der Lautsprecher, der, wie ich finde, exakt genauso aussieht wie der vom genau gleich aussieht wie der vom Manta. Mal gucken, ob auch der gleiche Ton rauskommt. Spätestens dann weiß man, aha, ich glaube, das war der gleiche Hersteller dann. Auf jeden Fall, das ist er, der Lautsprecher unseres Dodge. Ja, das sind die Bauteilchen. Mal eben kurz die Mülltrennung noch vervollständigen. Plastik und Pappe. Jo, Ausgabe 45. Für heute. Das kann weg. 45 daher. Und ja, ich hole euch ein Stück daran und dann legen wir los. Ja, im ersten Schritt von der heutigen Ausgabe geht es um den Einbau dieser Hälfte vom Batteriefach. Das wird hier gleich mit draufgesetzt und damit das Ganze dann fixiert. Und dann gleich im Anschluss das Ganze dann am Modell selber befestigt. Wir müssen darauf achten, hier haben wir ein größeres Loch drin. Da, dass da das Kabel einmal durchkommt, sonst wird es eingequetscht. Das müssen wir einmal durchfriemeln, soweit es möglich ist. So, und dann wird das einmal so zusammengesetzt, das Batteriefach. Ah, klackt schön ein, sehr schön. So, und dann haben wir hier 6 Löcher, 2, 4, 6
wo das Ganze dann befestigt wird, genau in den größeren Löchern. Wir haben noch vier kleinere, das kommt gleich, aber hier erstmal die größeren Löcher. Da wird das Ganze jetzt mit 6 AP-Schrauben dann verbunden. Das ist der erste Schritt. Ich fange einfach mal in der Mitte an. Ist wurscht, wo, Hauptsache die Teile kommen zusammen. So, einmal. Und da wir wieder Plastik in Plastik schrauben, geht das auch sehr flott. Zweimal. Dreimal. Das war eine merkwürdige Reihenfolge gerade, wie ich die schraube, aber ist ja wurscht. Viermal. Fünfmal. Und einen haben wir noch. Dann ist der Kasten dicht. So. Damit haben wir den Kasten dicht. Ist auch nicht mehr zu öffnen. Damit ist das Batteriefach so gesehen fertig. Und jetzt erfolgt tatsächlich schon genau die Montage des Batteriefachs an unserem Unterboden. Deswegen muss ich euch einmal rausholen, weil sonst könnt ihr nichts sehen. Und ich roll mal unseren Dodge daher, den wir momentan haben. Den kann man ja mittlerweile schön rollen hier, das ist gut. So, da ist er. Und hier haben wir noch so ein riesen Fach, wo das Ganze jetzt nämlich eingebaut wird. Das muss einmal natürlich verkehrt rum eingebaut werden. Also die Platte, die wir heute bekommen haben, die wird hier gleich oben zu sich sichtbar sein, sodass das Batteriefach von unten dann ja zugänglich ist. Das kommt rein, dann wollen wir eben gucken, wie welche Positionierung das sein soll. Nicht, dass wir was Falsches machen. Und zwar soll das Ganze, also das schmaler zulaufende Element kommt nach hinten. Ich muss nach hinten zeigen. Das heißt, automatisch zeigt das Kabel hier auf diese Seite, auf die linke Seite. Da muss man natürlich aufpassen, dass wir das Kabel hier einmal durchziehen, damit das nicht eingeklemmt wird. So, und dann wird das Ganze ja von unten einmal dran gelegt. Hält dann auch schon in Position. Das Ganze ist auch gut. Und wird dann mit 4 von den CP-Schrauben, 1, 2, 3, 4, so wie das aussieht, also gute Ablagefläche merke ich hier gerade, dann fixiert. Ich mache es mal hier. Damit es an sich sitzt, so, ist schon mal gut. Ich mache mal hier über Kreuz, dann ist es auf jeden Fall an sowohl vorne als auch hinten fest. 2. Drei. Und das vierte. So, damit ist das Loch gestopft, kann man sagen, und das Batteriefach ist, wie man sehen kann, mit eingebaut. Wunderbar. Wir können jetzt von unten natürlich dann immer die Batterien rausnehmen und reinnehmen, falls nötig. Beziehungsweise dann auch ohne Probleme hier, hört man schon, den Schalter aktivieren. Gut, das war der erste Schritt. Und dann haben wir ja noch den Lautsprecher. Da, der will ja auch noch verbaut werden. Deswegen rolle ich euch mal ein bisschen vor, damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Und zwar haben wir hier so ein schönes, rundes Fach mit Löchern drin. Das ist dann für den Lautsprecher gedacht. Wir sollen einmal darauf achten, dass das Kabel für den Lautsprecher ein bisschen nach innen läuft, weil hier haben wir 4 so im Rechteck gelegene Löcher. Hier kommt die Steuerplatine hin und das wäre natürlich sinnvoll, wenn das Kabel so Richtung Steuerplatine läuft. Deswegen machen wir das mal. Natürlich soll diese Fläche dann nach unten zeigen, weil da der Ton rauskommt, beziehungsweise der Ton dann ja in dem Fall raus nach unten zeigen. Oder zeigen, ja, nach unten rauslaufen soll. Ich mache das mal eben so, würde ich sagen. Dann läuft es hier schön geradezu und ist genügend Spielraum. Und dann kommt die Halterung mit drauf. Dann gucken wir rum. Ja, die beiden Löcher, die wir links und rechts sehen, die sieht man auf dieser Seite, sind die ein bisschen erhöht. Und das soll auch letzten Endes nach oben zeigen.
einmal drüber. Geht das überhaupt? Nee, okay, doch nicht ganz. Da muss das doch ein bisschen gedreht werden, weil sonst das Kabel eingequetscht wird. Oder? Ja, doch. Okay, da muss ich doch ein bisschen nach so drehen, relativ gerade nach vorne. Na gut, okay, da habe ich bereits Mist erzählt. Das greift doch so schön ineinander, merke ich gerade hier. Das ist sehr schön. Und wird fixiert mit zwei der CM-Schrauben. Haben wir zwei bekommen? Nee, noch eine dritte. Ich dachte gerade. Na, Metallschrauben, ich bin mir nicht sicher. Noch mal ein ganz klein Tröpfchen Öl dazu, damit es auch hält. Man will ja sicher gehen. Einmal. So, und zweimal. Damit ist das schön mit eingebaut, das ganze Lautsprechersystem. Und ja, trotzdem noch genügend Spielraum, um das Ganze Richtung Platine legen zu lassen. Ja, das war der Schritt für die Ausgabe Nummer 46. Wir haben das Batteriefach mit eingesetzt. Das Kabel kommt hier hervor und geht dann auch in Richtung Steuerplatine und ja, der Lautsprecher ebenfalls. Die ersten Elektronikbauteile für unser Modell. Aber ich kann schon mal sagen, dass wenige Elektronikelemente, was wir jetzt haben, oder die wenigen Elektronikmomente, die wir jetzt haben, diese beiden hier, das wird nicht dabei bleiben. Und zwar in der nächsten Ausgabe bekommen wir schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was unser Modell, zumindest was die Elektronik belangt, dann am Ende kann. Ja, Ausgabe 45 ist abgeschlossen und der Lautsprecher ist mit eingebaut, genauso wie das Batteriefach. Also Vorbereitungen sind getroffen für die ersten Elektronikelemente, die das Ganze zum Leben erwecken werden, unser Modell. Und genau das soll im Laufe der nächsten Ausgabe passieren. Denn in der nächsten Ausgabe 46 könnt ihr euch darauf freuen. Da bekommen wir, ich nenne es mal so wie es ist, das Herz, unter anderem das Herz unseres Modells, nämlich die Hauptsteuerplatine. Die wird mit eingebaut, da wo sie hingehört. Und wir bekommen auch die ersten LEDs, eine kleine Platine mit den LEDs dran. Und zwar werden die für das Armaturenbrett sein. Und natürlich das, was wir bis jetzt schon jetzt eingebaut haben, sprich Batteriefach und Lautsprecher, die werden wir ebenfalls mit an der Platine mit anschließen. Und auch wenn wir die LEDs noch nicht testen können, weil da fehlen noch ein paar Elemente zu, können wir wenigstens schon mal gucken, ob überhaupt Strom drauf ist hier und alles funktioniert. Und wir können den Lautsprecher dann nächstes Mal zum ersten Mal ertönen lassen. Bin gespannt, wie der Sound dann unseres Modells dann sein wird. Darauf könnt ihr euch freuen in der nächsten Ausgabe 46. Ja, wenn euch das gefallen hat, was hier so in der Ausgabe 45 passiert hat, ist, beziehungsweise wie das Video euch an sich gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, beziehungsweise meinem Kanal auch sehr gerne ein Abo. Dann bekommt ihr natürlich direkt Nachricht, wenn hier neue Videos online gehen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auch weiter dabei seid, auch bei meinem Weg, den Dodge Charger schön weiterzubauen. Ich habe ja schon mal im Stream letzte Woche angekündigt, dass ich die nächsten Ausgaben bekomme, auch über die Ausgabe 50 hinaus. Da habe ich mich jetzt selber drum gekümmert. Das heißt, ich kann euch jetzt erstmal wieder zwei Ausgaben pro Woche zeigen in der nächsten Zeit und ihr könnt euch dann auch die nächsten Dodge Charger Folgen auch über die Ausgabe 50 hinaus dann freuen und es wird dann immer aktueller, sage ich mal. Das ist ja auch gar nicht mal verkehrt. Ja, freut euch also demnächst auf immer schön weitere Dodge Charger Folgen hier auf meinem Kanal. Aber erstmal Stück für Stück geht es nächste Woche weiter. Ja, genau, nächste Woche. Ich muss mir überlegen, an welchem Tag ich jetzt geplant habe, die Ausgabe 45 rauszuhauen. Ja, nächste Woche geht es dann weiter mit Ausgabe Nummer 46 unseres Dodge Chargers und ganz viel Elektronik in der nächsten Woche an sich. Darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage und seid das nächste Mal wieder dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.